Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Meine Damen und Herren, 3x5 Minuten ausgemachte Distanz. Wir sind beim Pro-Regelwerk, Weltergewicht 77 Kilo. Das Regelwerk Unified Rules of MMA, all in, all in. Ihr Applaus für Robert Dimitrios und Kevin Entz. Second Saal, Betreuer aus dem Ring. Second Saal, please. Ring frei. Runde 1. Ich bin gespannt auf das BJJ von Kevin Entz. Stellt sich die Frage, ob er es aber schafft, seinen Gegner auf jeden Fall legt er auf den gleich Boden los. Zu bringen. Aber ja, man sieht hier sofort, wo der Weg hingehen soll. Ja, und vor allem man sieht auch sofort, dass Dimitrios versucht hat, diesen Takedown zu vermeiden. Der wollte nicht runter auf den Boden. So, Entz, beide Beine zusammen, schließt sie. Wir hatten es anfangs angesprochen, was für ein sehr guter BJJ-Kämpfer er ist. Und BJJ, das brasilianische Jiu-Jitsu, das ist natürlich die Sportart Nummer 1 am Boden. Hier sieht man die schöne Beinkontrolle. Ja, und jetzt macht Entz eines, geht nach oben, Schulter mit eingesetzt, ist erlaubt. Und hat er noch versucht, nämlich weil er die Beine von Dimitrios zusammen hatte, in die Vollmount umzusteigen. Abkick von Dimitrios, gefährlich. Aber Entz geht genau in der Mitte durch. Dimitrios, ein Kämpfer, der sich im Stand, aber auch am Boden wohlfühlt. Nur will man mit so einem BJJ-Experten den Bodenkampf machen. Wickelt sich jetzt, wickelt sich rum um das Bein, kommt hinter seinen Kontrahenten und kann ihn jetzt in die Kniekehle dann zum Einknicken zwingen. Ja. Da war kurzzeitig dann die Trefferfläche offen am Kopf. Aber jetzt musste auch Entz erstmal komplett sich lösen, um seine Standposition zu verbessern. Fußhebel versucht. Entz will einfach passieren. Dimitrios klemmt das Bein. Jetzt. Side Control jetzt von Entz. Das war übrigens die Schwester von Robert Dimitrios, wenn man sie gehört hat. Oh, Armstreckhebel. Aus. 1A sich den Arm geschnappt, reinfallen lassen und dann war es wirklich nur noch Formsache. Kevin Entz. Ja, das kann er. Hebeltechniken. Ja, da hat sich der Spezialist gezeigt. Das war genau sein Ding. Blitzschnell ging das. Und hier in der Wiederholung sehen wir auch, Entz wollte sofort ran an den Mann, wollte runter. Da war der gefährliche Abkick von Dimitrios. Das hätte ganz schnell die Entscheidung bringen können beim guten Kindtreffer. So, und dann macht Entz aber eins, schiebt, drückt, sichert sich dann die bessere Standposition, bis er dann irgendwann in dieser Side-Position war. Und jetzt hier in dem Moment. Ja, perfekt. Dimitrios hat einfach den Arm zu lang ausgestreckt gelassen und hat ihm dann diese Möglichkeit gegeben, ihm zu greifen. Das geht ja blitzschnell. Wenn jemand so spezialisiert ist auf diese Technik, da passt du ein Bruchteil von einer Sekunde nicht auf. Ja, hoch dann dankbar. Hat er den Arm gestreckt und dann ist vorbei. Hochdankbar hat Kevin Entz die Sache angenommen und hat sich dann wirklich einfach nur nach hinten fallen lassen müssen. Da muss er nicht mehr viel machen, weil wenn du ihn dann hast... Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 1,59 hat der Kampf gedauert, tut wie gesagt der Qualität keinen Abbruch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird immer beiden Kämpfern applaudiert, aber wenn die Leistung exorbitant war, und zwar von beiden Kämpfern, applaudiert man ihnen im Stehen. Mein Vorschlag, Ihre Entscheidung, aber der Kampf verdient Standing Ovations, Kevin Entz und Robert Dimitrios. Und man merkt, dass Real Life MMA zum 7. Mal hier in München zu Gast ist. Jawohl, das Publikum diskutiert eben gute Leistungen, auch wenn einer eben verloren hat. Trotzdem vielen kriegt Dank, er natürlich meine sehr verehrten Damen und Herren, 1,57 in der ersten Runde. Wir haben Tap Out due to Armbar und der Sieg geht an Kevin Entz. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.